gibt ein größer werdendes Entsetzen über die Auswirkungen dieser neuen Landebahn. Vielen Menschen war vorher klar, dass mehr Flugzeuge, eine neue Einflugschneise natürlich auch zusätzliche Belastungen bedeuten, aber mit allen Menschen, mit denen ich rede, die sagen, es ist schlimmer, als sie gedacht haben, es ist schlimmer, als sie es sich je vorgestellt haben und es gibt eine wachsende Empörung in der Region Frankfurt-Rhein-Main, die sagt, so kann es nicht weitergehen, wir wollen hier auch noch Lebensqualität haben und nicht nur Flughafenumfeld sein. Ich kann nur jeden und jede ermutigen, seinen Unmut nicht in sich hineinzufressen, sondern zu äußern. Als jemand, der seit 12 Jahren gegen diese neue Landebahn kämpft, freue ich mich, dass immer mehr Menschen jetzt sagen, wir wollen etwas tun. Und ich sage ausdrücklich, dass wir aufpassen müssen, dass man sich in Anführungszeichen jetzt nicht in die Resignation zurückzieht, sondern gerade im Vorfeld der Entscheidung in Leipzig, also die Frage, gilt diese Planfeststellung überhaupt, gilt ein absolutes und dauerhaftes Nachtflugverbot, es klar sein muss, dass die Region ihren Willen jetzt äußern muss und deswegen kann ich alle nur ermutigen, zu schreiben, zu mailen, bitte an die Richtigen, zu demonstrieren und ganz klar zu zeigen, dass wir uns nicht mit der Situation, wie sie jetzt ist, abfinden. Ich finde es geradezu abenteuerlich, dass die Landesregierung ihre sogenannte Taskforce erst jetzt installiert hat und dass die CDU-Landtagsfraktion gestern erst beschlossen hat, jetzt eine Arbeitsgruppe Fluglärmreduzierung einzusetzen. Das, was nötig ist, ist völlig klar. Wir brauchen ein dauerhaftes Nachtflugverbot. Das heißt, die Landesregierung muss ihre Revision zurückziehen. Wir müssen auch uns die Teile der Nacht anschauen, die nicht vom jetzigen Nachtflugverbot betroffen sind, also die Zeit zwischen 22 und 23 und zwischen 5 und 6 Uhr. Wir brauchen einen anderen Gleitwinkel beim Landeanflug, damit die Flugzeuge aus höherer Höhe anfliegen. Wir brauchen Steilstarts, damit sie schneller an Höhe gewinnen. Wir brauchen auch eine bessere Spreizung der Landegebühren, damit lautere Flugzeuge noch stärker belastet werden und es für die Fluggesellschaften einen Anreiz gibt, ihr Gerät zu verändern. Und wir brauchen natürlich auch endlich im Luftverkehrsgesetz eine Regelung, die sagt, dass die deutsche Flugsicherung nicht nur Flüssigkeit und Sicherheit zu beachten hat, sondern Lärmschutz und Sicherheit. Das macht sie nämlich bisher nicht.